Einen wunderschönen guten Abend. Ich habe heute einfach mal wieder nichts an und in die Trends geguckt und wollte mal schauen, was so über Nacht rausgekommen ist, was so getrendet ist. Unter anderem ist mir dann hier Flair Grind aufgefallen, der neue Luciano-Track, der neue Joker Bra-Track, beziehungsweise der neue Kapi-Track. Und auf Platz 1 haben wir tatsächlich mal etwas komplett anderes, was mich gleich schon sehr verwundert hat, weil wir gucken gleich einfach mal auf die Klicks hier vor 21 Stunden. 240.000 Klicks und Capital Bra bzw. Joker Bra kam vor 15 Stunden raus und hat 720.000 Aufrufe. Auf jeden Fall ein ungewohntes Bild, Capi nicht auf der 1 zu sehen und das mit 720.000 Klicks. Besonders, weil ja auch jeder seiner ganzen letzten Tracks immer auf Platz 1 in den Trends war und zum Beispiel auch hier vor 2 Wochen, als noch Alge von Knossi rauskam, da haben die sich ja auch ein knappes Duell geliefert. Knossi konnte fast mithalten mit den Klicks, aber im Endeffekt keine Chance. Capital Bra war immer weiter auf Platz 1 und diesmal hat es also wirklich jemand geschafft, und zwar Zitronensohn zusammen mit Simon Hirschmann, und die haben den Track Zitronensenf rausgehauen, was sehr eigen klingt auf jeden Fall. Und da ist mir gleich schon mal aufgefallen, Moment mal, dieser Simon Hirschmann, gab es den nicht schon mal vor irgendwie ein paar Monaten oder sowas auf Platz 1 in den Trends? Und ja, tatsächlich, der hat tatsächlich vor ein paar Monaten Senf gebracht. Und der war auch Platz 1 in den Trends. Da habe ich mich auch übelst drum gewundert. Das war so richtig seltsam, da ist auch voll die Twitter-Diskussion losgegangen. Und das Ganze wiederholt sich jetzt mit Zitronensohn, mit Zitronensenf, zusammen mit Simon Hirschmann. Die haben einen Track zusammen gemacht. Und sind beides nicht wirklich die bekanntesten Persönlichkeiten. Also wir gucken mal hier ganz kurz auf Zitronensohn. Der hat 44.000 Abonnenten auf YouTube und Simon Hirschmann hat 67.000 Abonnenten auf YouTube. Also kann man auf jeden Fall machen so. Ist jetzt nicht wenig, auf jeden Fall. Aber dafür sind 240.000 Klicks nach nicht mal einem Tag doch schon relativ viel. Besonders die Like-Quote ist auf jeden Fall auch sehr beachtlich. Mir wurde auch schon einige Male zugetragen, dass das beides wohl TikToker sind. Habe ich mich natürlich auch mal kurz schlau gemacht. Dieser Senfmann da hat 715.000 Follower auf TikTok, was jetzt erstmal sehr krass viel klingt, was aber wohl gar nicht so viel ist auf TikTok. Also auf TikTok hat, glaube ich, irgendwie gefühlt jeder Penner 1 Million Follower. Nee, also jetzt mal no front. Auf TikTok kommt es, glaube ich, etwas häufiger vor, dass Personen deutlich mehr Follower haben als auf YouTube oder anderen Plattformen. Senfmann hat wie gesagt 700.000 Follower, Zitronensohn hat 420.000 Follower. 420 habe ich recht. Also wir können festhalten, auf TikTok haben die beiden auf jeden Fall eine ganz gute Reichweite, aber auf YouTube nicht wirklich. Und die machen beide auch schon länger YouTube, wie wir gerade bei Senfmann hier auch schon gesehen haben. Der macht auf jeden Fall schon hier vor über 1 Jahr, vor 3 Jahren. Der hat seinen YouTube-Kanal auf jeden Fall schon länger. Das gleiche gilt für Zitronensohn, der jetzt wahrscheinlich der nächste Zwiebel- und Gurkensohn-Fake wird, der in ein paar Monaten auf einmal wieder verschwindet. Der hat auf jeden Fall auch schon einige Videos gemacht. Also der ist auf jeden Fall auch schon über 1 Jahr aktiv, wie wir hier alle sehen. Er hatte jetzt aber auch noch nie so einen großen Erfolg wie mit diesem Track, der vor ungefähr 21 Stunden rauskam. Und ja, da gab es jetzt deswegen schon die Diskussion, ob da vielleicht Klicks gekauft wurden, ob da vielleicht sogar die Trendplatzierung gekauft wurde, ob da Bewertungen gekauft wurden. Ihr kennt das Ganze ja. Im Verlauf des Videos werde ich darauf auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen eingehen und ich werde mir auch auf jeden Fall so ein bisschen das Kommentarverhalten anschauen und was dieser komische Zitronensohn so alles geherzt hat. Aber ich würde sagen, zuerst schauen wir uns einfach mal ein bisschen vom Track an. Ich meine, wenn er 240.000 Klicks hat nach 21 Stunden von eigentlich nicht so bekannten Leuten und dermaßen gut ankommt, Platz 1 in den Trends ist, da muss ja irgendwas hinter sein, versteht ihr? Schauen wir einfach mal rein. TikTok 2020, Baby! TikTok 2020. Also wir hören auf jeden Fall gleich schon mal in den ersten Sekunden einen ganz weirden Flex. Aber gut, die beiden sind auf TikTok, also ein bisschen weird werden die wahrscheinlich so oder so sein. Zitronensquad, Senfami! Darauf haben wir alle gewartet! Okay. 13.2. Baby! Zitronensquad, Senfami! Seid ihr ready? Diese beiden Typen fassen deiner Freundin im Club an den Arsch. Was tut ihr? Zitronensenf, Zitronensenf, Platz 1 in den YouTube-Trends. Okay, das ist jetzt aber schon mal relativ seltsam. Ich meine, so groß sind die beiden ja gar nicht. Deswegen ist diese Prediction eigentlich schon ziemlich krass. Platz 1 in den YouTube-Trends und das sind sie tatsächlich. Obwohl Capital Bra in derselben Nacht auch etwas released hat, was schon das Dreifache an Klicks hat. Das ist aber wirklich seltsam. Zitronensenf, Zitronensenf, wir machen die TikTok-Trends. Yeah, yeah, Platz 1. Ja, wieder ein ganz weirder Flex.
In den Trends aus dem Kleiderschrank, yeah. 500.000 ist einfach zu krass. Sie bricht mir das Herz, doch es gibt mir nur Kraft. Und dieser Simon Will an meine Haare ran. Zitrone und Senf, nein, wir geben nicht auf. Niemals, Bro. Wenn man es unbedingt so will, kann man hier sogar irgendwie eine kleine Parallele zu Joe Cabra und Samra sehen, die auch ein Musikvideo in einer U-Bahn aufgenommen haben und da so dermaßen abgegangen sind. Und auch die beiden waren auf Platz 1 in den YouTube-Trends. Alles dafür geben. Lass sie nur reden. Such dir ein Essen. Uff, Alter. Zitrone. Also wir merken schon, die Produzenten waren wahrscheinlich nicht ganz unerfahren. Also das klingt auf jeden Fall nicht mega scheiße abgemischt oder sowas. Aber die beiden werden wohl keine allzu routinierten Rapper sein. Das merkt man sowohl am Text als auch am Flow. Und noch so ein bisschen an der Melodik, aber ja. Insel. Platz 1 in den YouTube-Trends. Ganz, ganz weird auf jeden Fall. Zitronensenf. Am Anfang haben sie nur drüber gelacht. Senf und Zitrone schon bald in den Schatz. Zitrone und Senf, nein, wir geben nicht auf. Am Anfang haben sie nur drüber gelacht. Das Ding ist so, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt da niemand mehr drüber lacht, Alter. Ihr macht einen fucking Track über Zitronensenf. Man kennt euch beide von TikTok. Das sind zwei Sachen, die aufeinander kommen, für die man so oder so vielleicht ein bisschen ausgelacht wird, okay? Also. Niemals, Bro! Weil wir alles dafür geben. Lass sie nur reden. Such dir. Lass sie nur reden. Ja, okay, gut, Leute. Ich würde sagen, wir haben hier genug gesehen. Viel mehr kommt da auch nicht. Also mehr als die Hälfte des Tracks besteht aus der Hook. Und ja. Die haben predicted, dass sie auf Platz 1 in den Trends sind, obwohl beide keine wirklich krass bekannten Persönlichkeiten sind. Auf TikTok haben die einige 100.000 Follower, aber wie gesagt, auf TikTok ist es auf jeden Fall auch nochmal deutlich leichter als auf YouTube oder anderen Plattformen. Gucken wir doch einfach mal kurz in die Kommentare. Also wenn dieser Trendplatz nicht gekauft ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Seltsam, dass sowas geherzt wird. Also ich kann auf jeden Fall verstehen, dass es einige Likes hat, so, aber ich an Zitronensohns Stelle, immer noch so bescheuert, Zitronensohn, Alter. Ich an seiner Stelle würde sowas auf jeden Fall nicht herzen, aber muss ja nichts heißen, muss ja nichts heißen. Welche minderbemittelten Menschen hören sowas? Auch das wurde geherzt. Der beste Beweis, dass Klicks, Abos und Kommentare nicht mehr echt sind, aber gut gemacht, sehr gut, alles verarscht. Herz von Zitronensohn. Also Zitronensohn, ich finde es ja nice, dass du mit offenen Karten spielst, aber wie kann man so dämlich sein? Jetzt mal no joke, also selbst wenn er es nicht gemacht hat, selbst wenn er keine Klicks und Abos und Kommentare gekauft haben sollte, wovon wir jetzt mal nicht ausgehen, warum herzt man sowas? Und hier, meine Damen und Herren, sehen Sie, dass man mit jeder Scheiße auf Platz 1 kommt, wenn man genug Geld zahlt an Kai. Geherzt. Selbst die Likes sind gekauft, bald lösche ich YouTube, Fake-Scheiße geworden. Geherzt. What the fuck, raus aus den Trends. Geherzt. Glaub mir, Capital Bra wird dich eh überholen. Geherzt, weil er ganz genau weiß, dass Capital Bra ihn nicht überholen wird. Der Song ist langweilig und Müll. Geherzt. Das ist einfach eine unwitzige Kopie von Lilano und Gurkensohn, der auch unwitzig ist auf TikTok. Und TikTok ist für Hundesöhne. Ich will dir da gar nicht widersprechen, aber was noch dazu kommt, Gurkensohn war auch eine unlustige Kopie von Zwiebelsohn. Welche auch irgendwie unlustig war, welchen man aber wahrscheinlich als das Original betiteln kann. Wir hatten jetzt also Zwiebelsohn, Gurkensohn und jetzt kommt Zitronensohn. Die Frage des heutigen Videos ist, warum mache ich eigentlich noch normalen Content? Warum nenne ich mich nicht Lauchsohn, mache einen Track über Ketchup und rufe Kai an? Es funktioniert ja scheinbar! Also nochmal ein paar letzte Worte. Ich kann natürlich nicht zu 100% beweisen, dass hier wirklich eine Trendplatzierung gekauft wurde oder sonst was. Aber es gab wahrscheinlich selten einen Fall, der so dermaßen offensichtlich war wie dieser. Deswegen bildet euch eine eigene Meinung. Schreibt mir auf jeden Fall gerne mal eure Gedanken zu dem Thema in die Kommentare. Meint ihr, dass das Ganze echt ist oder meint ihr, dass das Ganze gekauft wurde? Meint ihr, dass Zitronensohn der letzte Sohn ist oder welcher Sohn kommt als nächster? Knoblauchsohn, ich weiß es nicht. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.